Bei der Organtransplantation spielt ja auch die psychosomatische Medizin eine total wichtige Rolle. Wie bei jeder Erkrankung oder auch jeder schweren Erkrankung insbesondere, ist ja auch jeder und jede Betroffene gefordert, damit umzugehen, klarzukommen, Krankheit irgendwie zu verarbeiten und auch die Therapien, die kommen. Und die Transplantation ist ja eine sehr wichtige und auch wirksame Behandlungsmethode bei verschiedenen körperlichen Erkrankungen. Da muss die Psyche mitkommen. Ja? Also die Menschen, die wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Es gibt Herausforderungen. Ich muss irgendwie auf mich aufpassen. Ich muss irgendwie mich bestimmt ernähren, meine Medikamente anschließend einnehmen. Die Operation als solche bringt ja gewisse Herausforderungen mit sich, hat ein gewisses Risiko. Und das alles macht Stress. Ja, die Krankheit als solche macht Stress, aber auch dann natürlich die Transplantation, vielleicht auch die Wartezeit. Ja, ich muss ja oft auf ein Organ ziemlich lang warten. Ich weiß nicht, wann ist es soweit. Man muss gelistet werden bei Eurotransplant. Das sind alles so Vorgänge, die natürlich für die Menschen, die auf das Organ angewiesen sind, total anstrengend sind und auch herausfordern. Und an der Stelle ist die psychosomatische Medizin unter Umständen ziemlich wichtig, weil es darum geht, wie gehe ich denn mit der Situation um? Wie schaffe ich es denn zu warten, das auszuhalten? Wie schaffe ich es aber auch dann über die Operation wegzukommen? Und wie schaffe ich es, dass ich auch die Medikamente anschließend einnehme, die ich brauche, damit das Organ ja auch gut funktionieren kann? Und das alles versuchen wir als Fachärztinnen und Fachärzte für psychosomatische Medizin mit den Betroffenen zu beleuchten und auch an der Stelle zu unterstützen. Jetzt sind es die Betroffenen selber, das ist aber auch auf der anderen Seite sind ja meistens auch Angehörige drumherum. Ja, also da ist die Frau, da sind die Kinder, die wissen ja auch nicht, wie geht es jetzt mit dem Angehörigen weiter. Die sind auch unter Druck unter Umständen, wissen nicht, wie sie unterstützen können. Auch für die sind wir eine Anlaufstelle. Letztlich sprechen wir ja oft von Organempfängern, aber es gibt ja auch die, die Leben spenden. Ja, das ist meistens bei der Niere oder auch mal bei Leber der Fall. Aber auch die Lebendspender, die in eine Niere, meistens ist es ja die Niere, eine Niere, ihren Angehörigen oder besonders guten Freunden, bezogenen Bekannten spenden, mit denen sprechen wir auch, weil das ist ja auch ein wichtiger Entscheidungsprozess. Nicht nur die Entscheidung, ob ich eine Spende bekommen möchte, sondern auch, ob ich spende, ist ja total wichtig, sich da gut zu überlegen, damit man auch irgendwie hinter der Entscheidung stehen kann. Und auch da fühlen wir uns verantwortlich. Und neben dem, was wir konkret mit den Betroffenen oder den Angehörigen auch erarbeiten oder besprechen, sind wir auch im interdisziplinären Zusammenspiel mit den Chirurgen, mit den Internisten, im gesamten oder auch Anästhesiologen, im gesamten Miteinander der Transplantationsmedizin ein Faktor, ja, wo wir ja zusammensitzen als alle Spezialitäten der Medizin ist auch die psychosomatische Medizin total wichtig und in diesen Konferenzen wird dann gemeinsam ja auch der Fall besprochen. Es wird beleuchtet, wie geht es jemand, wer braucht eine Leber zum Beispiel und welche Unterstützung braucht er auch dazu. Welche Unterstützung braucht er aus psychosomatischer Seite, welche Unterstützung braucht er vielleicht internistisch oder auch sozialarbeiterisch. Das wird alles da besprochen, um dann letztlich die Listung vorzunehmen, damit jemand auch auf ein Organ letztlich warten kann und der Warteprozess beginnt an der Stelle. Und genauso wie die anderen medizinischen Fachdisziplinen ist auch die psychosomatische Medizin bereits, bevor es überhaupt zur Transplantation kommt, eine ganz wichtige Anlaufstelle. Also Menschen, die für den Empfang eines Organs in Frage kommen, die stellen sich auch bei uns vor. Wir sprechen genauso wie der Internist oder der Anästhesist oder der Chirurg mit den Betroffenen und überlegen, was jetzt individuell gerade Thema ist. So der Entscheidungsprozess, will ich ein Organ annehmen oder nicht? Weil das ist ja gar nicht so leicht zu sagen, ich will das jetzt und will ein fremdes Organ, ein Organ von jemand anderem, mir transplantieren lassen.
Manchmal braucht es auch spezifische Unterstützung, weil der Transplantationsprozess, der stresst enorm. Und manche Menschen brauchen Unterstützung im Sinne von Einzelgesprächen oder auch Gruppengesprächen oder Entspannungsverfahren. Ganz Verschiedenes kann man sich da vorstellen. Und genau diesen Prozess bis zur Transplantation versuchen wir zu begleiten, versuchen die Entscheidung zu begleiten zur Annahme eines Organs und natürlich auch, um über diesen Transplantationsprozess im engeren Sinn hinweg zu helfen und zu unterstützen, wenn das notwendig ist oder auch danach. Im Rahmen der Transplantationspsychosomatik gibt es mehrere Angebote an die Organempfänger, aber eben auch an die Organspender, an die potenziellen und eben aber auch an die Angehörigen der Organempfänger und Spender. Da wir wissen, dass eben der Transplantationsprozess mit mehreren Herausforderungen einhergeht, das kann eben zum einen eine Umstellung der Lebensführung bedeuten, dass man eben bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr zu sich nehmen darf, dass man seine Ernährung also entsprechend umstellen muss, dass man mit Herausforderungen konfrontiert ist im Sinne von Ängsten, Panik im Rahmen des Transplantationsprozesses, was kommt da auf mich zu? Jede Operation bringt Risiken mit sich, dass man sich denen gestellt sieht, dass man darüber hinaus Sorge hat, wie geht es nach der Transplantation unter Umständen weiter, wie lange bin ich aus dem Verkehr gezogen, was hat das für berufliche Konsequenzen, was hat das für Konsequenzen für meine Familie, für Besuche, die man eben erstmal vielleicht nicht empfangen darf, für Kinder, die den Kontakt zu einem suchen und wo der Kontakt dann vielleicht eben Einschränkungen mit sich bringt, aufgrund der besonderen Umstände, aufgrund der Immunsuppression, die eben nach der Transplantation erforderlich wird. Das heißt, man ist sehr vielen Gegebenheiten, die neu auf einen zukommen, gegenübergestellt und diese gilt es eben möglichst gut bewältigen zu können. Im Rahmen von ersten Gesprächen über unsere psychosomatische Ambulanz, aber auch über unser Aufsuchen im Universitätsklinikum in Essen, finden wir gemeinsam mit den Betroffenen heraus, ob es eben Belastungsfaktoren im Vorfeld schon einer Transplantation möglicherweise geben könnte und versuchen mit unseren Angeboten da auch Unterstützungsmöglichkeiten darzustellen. Das ist zum einen zum Beispiel eine weitere ambulante Anbindung an unsere Psychotherapeuten und psychotherapeutischen Ärzte in der Ambulanz der psychosomatischen Klinik. Darüber hinaus gibt es eben auch die Möglichkeit, einer Familientherapie bei uns in der Ambulanz durchzuführen. Das ist vor allen Dingen auch im Rahmen von Transplantationsprozessen bei sehr kleinen Kindern eine sinnvolle Ergänzung, da natürlich eben die besorgten Eltern möglicherweise der weiteren Unterstützung bedürfen im Entscheidungsprozess, aber eben auch bei der Frage, ob eine mögliche Lebensspende in Betracht kommt für das eigene Kind. Da ja natürlich das Glück, Eltern geworden zu sein, eben dann schon sehr früh auch mit Sorgen, mit Ängsten verbunden sind, aber auch mit der Frage, was für Angebote gibt es eben für Geschwisterkinder, die auch in einem Transplantationsprozess eben nicht vergessen werden dürfen. Das heißt, da findet bei uns in der Ambulanz die Möglichkeit statt, familientherapeutisch Unterstützung zu gewähren. Darüber hinaus kann es bei finanziellen Problemen oder eben aber auch weiteren organisatorischen Problemen, Betreuungszeiten einrichten etc. erforderlich sein, dass es sozialarbeiterische Unterstützung gibt. Diese kann entweder über das Universitätsklinikum Essen erfolgen oder eben aber auch über unsere ambulante Sozialarbeit. Darüber hinaus kann es manchmal sein, dass im Vorfeld der Transplantation oder auch schon über längere Zeit schwerere chronische Erkrankungen vorliegen, auch schwerere psychische Erkrankungen vorliegen. Dabei zu nennen sind eben zum Beispiel schwere Depressionen, aber eben auch Abhängigkeitserkrankungen, wo es sinnvoll ist, um
ein möglichst gutes Ergebnis der Transplantation zu erzielen, dort weitere Unterstützung zu gewähren im Sinne von einer suchtmedizinischen Anbindung, zum Beispiel bei unseren Kollegen im LVR-Klinikum Essen in der suchtmedizinischen Abteilung, aber auch eben Vermittlungen von ambulanter suchtmedizinischer Beratung über Sozialhilfeträger und wir diese Kontakte vermitteln und beratend tätig sind. Darüber hinaus ist es manchmal sinnvoll, über einen längeren Zeitraum Unterstützung zu gewähren, zum Beispiel wenn es eben um eine verbesserte Gesundheitsfürsorge geht, regelmäßige Medikamenteneinnahme, das Aufsuchen von Kontrollterminen, um eben die Transplantation gut vorbereiten zu können. Dafür haben wir eine Adherenzgruppe ins Leben gerufen, die bei uns einmal monatlich freitags stattfindet von 10 bis 11 Uhr. Adherenz bedeutet ein Zusammenarbeiten zwischen Patient und dem Behandlerteam, um ein gemeinsames Behandlungskonzept auf die Beine zu stellen, wo alle Beteiligten in diesem Prozess mit einverstanden sind und einen gemeinsamen Weg gehen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen und eben da die Einhaltung und die Mitarbeit bei den Umsetzungen der erforderlichen Faktoren für eine Transplantation möglichst gut zusammenzukommen und auf dem Weg zu bleiben. Diese Gruppe ist in 6 Module eingeteilt, die eben dabei unterstützen, zum einen den Krankheitsprozess besser bewältigen zu können, Ressourcen, also Bewältigungsmechanismen zu erlernen oder eben zu verfestigen und gemeinsam zu schauen, wie man eben zum Beispiel mit psychischen Begleitfaktoren gut umgehen kann, um auch da gestärkt in diesen Transplantationsprozess eintreten zu können oder eben auch sich überhaupt für oder gegen eine Transplantation entscheiden zu können. Bei schwerwiegenderen psychischen Erkrankungen wie schweren Depressionen oder eben schweren Angststörungen, die deutlichen Einfluss auf den Transplantationsprozess haben können, weil man sich eben gar nicht in der Lage sieht, zum Beispiel die Kontrolluntersuchung wahrzunehmen oder sich in Krankenhausbehandlung zu begeben, vielleicht auch, weil es traumatische Vorerfahrungen gab, ist es unter Umständen sinnvoll und angezeigt, eine teilstationäre oder eine stationäre psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlung vorzuschalten. Diese kann selbstverständlich bei uns im Hause durchgeführt werden. Dafür findet auch ein Vorgespräch statt, wo eben über die Modalitäten der Aufnahme auch weiter Klärung stattfindet und die Patienten eben nach dieser Behandlung dann eben befähigt sind, eine Transplantation für sich erfolgreich über die Bühne zu bringen. All diese Unterstützungsmöglichkeiten dienen dazu, das Behandlungsergebnis möglichst positiv zu beeinflussen, damit möglichst wenig Risiken sowohl für die Organempfänger als auch für die Organspender vorliegen und ein gutes Behandlungsergebnis erzielt werden kann.